Tapakarasana ist wörtlich die hitzeerzeugende Stellung. Tapakarasana wird wie folgt beschrieben. Zunächst hänge zwei Seile von der Decke hinunter, die etwa 1,20 Meter voneinander entfernt sind. Mache so eine Schlinge und dann bringe eine Schlinge unter deinen Brustkorb, die andere Schlinge unter deine Fußgelenke und dann halte den Rücken ganz gerade, lass die Arme zur Seite hinunterfallen. Tapakarasana ist also ein Zeichen, dass schon im alten Indien Asanas auf Seilen geübt werden. Wir finden ja jetzt auch bei Yoga Vidya einen neuen Modetrend. Dort gibt es Aerial Yoga, wo man mit Tüchern, die von der Decke hinunterhängen, Asanas üben. Eine Reihe der klassischen Texte beschreiben Asanas, die man macht auf Seilen, die von der Decke hinunterhängen. Es gibt aber auch Tapakarasana, das du üben kannst ohne ein Seil. Rafaela zeigt, wie es geht. Hier brauchst du jetzt zwei Yoga-Blöcke. Einen Block gibst du unter die Füße und den anderen unter den Brustkorb. Und jetzt hebst du das Becken hoch und den Kopf hoch und streckst die Arme zur Seite aus und hältst die Arme oberhalb des Körpers. Wenn du das jetzt ausreichend lange hältst, dann weißt du, warum das Tapakarasana heißt, nämlich die hitzeerzeugende Stellung. Denn du brauchst da Muskelkraft dafür. Es ist nicht wirklich einfach eine entspannende Stellung. Es gibt noch eine weitere Beschreibung von Tapakarasana. Rafaela bleibt einfach so, während ich es beschreibe. Lass deinen Kopfkörper hinunterhängen, indem du die Füße in eine Schlinge gibst und die Schlinge an einem Baum befestigst und so hängst du hinunter. Auch das meinen manchmal sei eine neue Art von Yoga-Technik, die Füße irgendwo oben zu befestigen. Es gibt ja auch diese Kopfstand-Schuhe, wo man mit Haken die Füße an die Decke befestigt und sich runterhängen lässt. Das ist aber auch nichts Neues. Auch das wird beschrieben in einem alten Text. Ich schaue gerade bei Garote nach, wie der genau heißt. Und zwar ist das eine Yoga Pradipika, die mit J geschrieben, also eine Yoga Pradipika. Diese beschreibt 84 Asanas. Und darunter Tapakarasana als von der Decke an den Füßen hängende Stellung. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir und Rafaela wird dann auch gleich aus der Stellung kommen können.